So, Klappe läuft, ich komme. Da muss man den Buchse hochziehen. Kuhstall zu. Ja. Ich halte mal den Zaun fest, damit er nicht umfällt. Ja. So. Ja, geht's ja. Ist denn rot? Ist rot, ne? Das ist rot, ja. Dann ist es auch dran. Also könntest so du mal, könntest mal anfangen. Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe Bigger Online TV. Mitte der Sommerferien, wir haben uns eine kleine Auszeit genommen, aber jetzt sind wir wieder fit für neue Schandtaten. Du Christian, andere Kinder sind auch im Urlaub. Wo sind die denn gerade? Ja, 70 Kinder sind zusammen mit der Bigger Jugend in Kalberschnacke, einem großen Zeltlager. Bricht gerade so ein kleines Bild für mich zusammen, weil dort gibt es wohl, wie man uns berichtete, weder eine Baracke noch eine Feuerwehr. Aber gut, ich glaube, die Kinder haben trotzdem viel Spaß mit Freiluftgottesdienst zusammen mit dem Musikverein Eintracht und Dächernd. Richard Steilmann wurde am Sonntag gefeiert. Ganz schöne Sache, was die Bigger Jugend da auf die Beine gestellt hat. Und dass das so laufen konnte, haben sie auch selber in die Hand genommen. Zusammen mit anderen Jugendverbänden haben sie beim Landtagspräsidenten André Cooper vorgesprochen und auch noch einen Brief geschrieben und haben es dann geschafft, dass die Corona-Schutzverordnung entsprechend geändert wurde, dass man unbeschwert mit so einer großen Gruppe auch wegfahren kann. Echt eine ganz tolle Leistung. Da sage ich mal Daumen hoch, Bigger Jugend. Ack Wolfsberg hat es gut gemacht, auch übrigens für die Kinder, wo wir gerade noch bei den Ferien waren. Dort ist der Eintritt frei, aber auch dort muss man ab heute, 1. August, auch wieder einen Test vorweisen oder geimpft sein. Ja, genau. Aber es ist eine super Aktion, die sich das Aqua Holzberg ausgedacht hat, dass diejenigen, die jetzt vielleicht gerade nicht im Zeltlager sind, dann zumindest bei dem Wetter, was auch nicht ganz so toll ist, ins Hallenbad gehen können, da ein bisschen Spaß haben können. Also danke für die Geschichte. Ja, und wo wir gerade beim Thema Mitte der Ferien sind, wir stehen ja nicht umsonst hier. Hinter uns wird gerade die Bildungswerkstatt abgerissen. Da haben sie die Zeit genutzt, um ein bisschen Krach und ein bisschen Staub zu machen, während die Schüler nebenan Ferien haben. Gucken mal rüber. Steht viel Gerümpel, viel Müll. Und ich denke mal, in 2, 3, 4 Tagen wird auch das Restgebäude Geschichte sein. Ja. Viel darüber berichtet, viel diskutiert. Wir werden auch weiterhin da am Ball bleiben. Wir werden sicherlich auch darüber berichten. Guckt mal einfach auf unseren Seiten. Facebook, Instagram, Twitter. Wir haben auch sicherlich immer wieder aktuell zur Geschichte der Schule und auch der Abrissarbeiten und des Neubaus der Klinik berichten. Ja, genau. Und auf biggeronline.de natürlich. Da gibt es auch im Rückblick viel nachzulesen, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Aber wir haben ja noch eine weitere Großbaustelle. Ja. In der Bruchstraße, im unteren Teil, wird ordentlich gerüstet. Da ist eigentlich der komplette Straßenbelag ausgekoffert worden. In große neue Rohre wird die Biegegerade verlegt. Das waren ganz interessante Bilder. Und ich glaube, nächstes Jahr geht es dann immer noch weiter. Ne? Ja, erstmal werden die bis zum Herbst fertig sein, hoffentlich. Und im nächsten Jahr wird es dann im oberen Teil zur Sache gehen. Von der Pappelallee bis oben zum Ladenbau Körling etwa wird dort weitergearbeitet. Auch am Kanal, auch am Belag der Straße, die wirklich ziemlich oppe ist. Ja, ein bisschen überflüssig finden wir dieses kommunale Abgabengesetz, dass die Mitarbeiter, dass die Anwohner dort auch ein bisschen was zu beitragen müssen. Aber da muss man mal drüber reden. Ja, ein bisschen was ist gut. Ja, sind doch deutliche Beträge, die gezahlt werden müssen. Glücklicherweise gibt es ja aktuell eine Zuschussregelung. 50% werden vom Land beigesteuert. Dazu muss das Ganze aber dann auch zeitgerecht fertiggestellt und abgerechnet worden sein. Da drücken wir dann auch die Daumen, dass das wirklich funktioniert. Ja, ansonsten hat es ja auch viel gegeben. Wir blicken nochmal zurück. Corona-Schützenfest wurde gefeiert. Der Einzige, der so wirklich auf der Halle gekommen ist, war der Schützenmajor. Da haben wir der Schützenbruderschaft ein bisschen geholfen mit einem kleinen Ankündigungsvideo. Und natürlich konnte man zumindest ein bisschen Hallenluft schnuppern im Gottesdienst in der Rundhalle. Das war eigentlich mal ganz schön, denke ich. Aber es wird jetzt wirklich Zeit, dass man nächstes Jahr mal ein ordentliches Schützenfest wieder feiern kann. Auch wenn das in den Gärten immer ganz gemütlich ist. Aber nee, oder brauchen wir nicht. Ja, kurz vor unserer Sommerpause wurde auch noch der Preis für bürgerschaftliches Engagement verliehen. Ja, wer konnte nicht anders ein guter Preisträger sein wie unsere Bigger Jugend, die wirklich viel gemacht haben in der Corona-Zeit. Und als jemand, der in vielen Vereinen unterstützt und geholfen hat, wurde Dieter Becker von Bigge noch geehrt. Auch eine ganz tolle Geschichte. Ja, und bunt geworden ist es am Stausee, Michael. Sieht sehr gut aus. Hat ein Graffiti-Künstler das Gebäude verziert, da ist ein Frosch zu sehen und verschiedene Tiere. Übrigens auch in der Unterführung am Olsberger Bahnhof. Dort wurden auch ein paar schöne Gemälde gebaut, sieht ganz gut aus. Hoffentlich bleibt es auch so. Ja, genau. Alles wird bunter und wir wollen aber nicht, dass das jemand noch bunter macht. Das wäre sicherlich ein bisschen blöd.
Ja, was gibt's sonst noch so zu berichten? Ich denke, da sieht man alles immer auf unseren Facebook-Seiten, auf Instagram. Da seid ihr immer gut informiert. Schaut da mal rein, rückblickend. Und natürlich ab und zu gibt's. Das war wohl nix. Nee. Ja, auch sowas passiert uns schon mal. Da hat die Kamera die Aufnahme abgebrochen, bevor wir unseren ganzen Schlusssermon sagen konnten. Also, eigentlich wollten wir auch nur sagen, schaut regelmäßig bei bigoonline.de vorbei und habt noch eine schöne Restferienzeit. Macht's gut. Ciao.